Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scrub Mechanic. Ja, ist ja. Es bleibt und ist schwierig. Spannend. Wir brauchen Auspuffrohre, Minas. Ja. Wir brauchen Raketen. Auspuffrohre und Raketen. Raketen, genau. Ja, geil. Raketen ist eine Hydro Engine Power Bearings. Müssen wir aber ein bisschen höher bauen. Mach schon mal die Halterung für die Raketen fertig. Brüchtig. So, jetzt. Ich würde sagen, das will ich nicht. Wie kann man das abbrechen? Da willst du direkt dran bauen. Ich wollte die ein bisschen hochsetzen. Ob hoch immer gut ist. Obwohl, nee, das stimmt schon. Dann brauchst du den Auspuff fast nicht. Na gut. Klar. Auspuff muss sein. Mit. Ist schon, oder was? Warte, ja, ich dachte, ich kann den Beifahrer auch verbinden mit den Raketen. Nee, vielleicht kann ich denn. Aber was ist denn. Wieso hat denn der Beifahrer auch. Oder kann ich Beifahrer mit dem Hauptsitz verbinden? Nee. Beifahrer mit Motor? Nee, geht nicht. Ist ja interessant. Wie verbinden. Muss man den Fahrersitz mit Raketen verbinden? Ich glaube, so war das, ne? Ja. Kannst haben. Gut. Als Allradantrieb plus Raketenantrieb. Wir werden sterben, das ist schon klar. Absolut. Vor allem in Motor, wenn wir jetzt erstmal drei raufsetzen, ey. Pass mal auf. Bist bereit? Ach du Scheiße. Hört sich aber gut jetzt. Oh, falscher Knopf. Hör mal auf. Hab die überfahren. Okay, los. Läuft. Die Bremse. Abgebremst. Läuft. Cool. Geil. Fällt mir gut. Kannst du schnell von A nach B. Findest du nicht, dass der das Schuh ein bisschen hart ist? Der von den Raketen absolut, ja. Kann man die noch irgendwie einstellen? Kann man nicht mehr machen, ne? Na gut, man müsste halt bei finaler Schwindel. Nee. Eigentlich braucht er noch. Der braucht. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe da eine Idee. Na? Pass auf. So. Und zwar, der hat immer noch nicht. Der ist immer noch zu instabil. Das bedeutet, wir müssen leider nochmal Sachen machen. Und zwar? Nochmal die Räder ein bisschen. Ich verstehe noch nicht ganz, auf was du hinaus willst. Noch weiter raus. Hinten? Ja. Echt? Ja, so, ich hätte mal gesagt, na. Hä, wieso komme ich da nicht ran? Hä? Na jetzt. Nochmal zwei ran. Ich weiß nicht, was ein bisschen affig ist bei dem Spiel oder was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist, dass es halt keinerlei Restriktionen gibt, was die Mechanik angeht. Außer du machst so eine Verkantung, wie wir sie vorher gebaut haben. Weißt du, was ich meine? Nee. Weißt du, wenn du, ja, wir haben doch vorher diese Achse probiert und da war das ja irgendwie so verkantet, dass er praktisch zerbrochen ist. Ja. Und erst in dem Moment kommt eine Art Physik zum Tragen. Ach so. Also, ja gut, ja. Also, dass das jetzt hier zum Beispiel hält, das meinst du so? Ja, ich meine, du hängst ja jetzt hier zwei Räder dran, das dürfte ja physikalisch überhaupt nicht hinhauen. Nee, das wäre total instabil in Wirklichkeit, ja. Na gut, außer, naja, wer weiß, was es für ein Holz ist. Ne? Ja, klar, selbstverständlich. Es könnte ja immerhin sein, dass, erzähl ich so einen Okay. Schein. Was machst du denn jetzt da vorne? Was denn? Da auf, das setzt auf. Sobald es runtergeht, setzen wir auch vorne. Achso, das kann natürlich sein. Das ist zu viel. Ich kann ja gerne mal runterlassen, wenn du möchtest. Na toll. Zick. Hand wieder weg hier. So. Aber wir brauchen schon eine Front, ne? Ist dir bewusst? Ja, mach mal. Mach doch so ein Rohr vorne quer, wie so ein Stoß, ja, wie so ein Bullenfänger. Geil. Ein Bullenfänger ist geil, ne? Aber ein Holzauto ist natürlich auch schon ein bisschen, ne? Schon ein bisschen? Ja, schon ein bisschen oldschool, kann man sagen. Mehr so, auch alternativ. Mal sagen. Wollen wir nicht erstmal eine Probefahrt machen? Ja, gleich. Na toll. Das Schöne ist, dass man das schnell wieder abbauen kann. Das ist ja, es ist nicht wie im wahren Leben, ne? Stell dir mal vor, du baust so ein Auto. Der Kunde sagt dann, hä? Du willst Bäh? Nicht. Frag mich. So. Ja, mach noch ein bisschen Gewichtsersparnis. Was hast du jetzt? Go for erspart. Ja. Kurz gucken. Ja, stimmt. Hast du Angst? Ja. Geil. Bist du bereit? 3, 2, 1.
wie ein Dragster fahren. Du kannst vorne nicht mehr lenken. Oh je. Ah, ist noch alles ganz. Nee. Oh je. Gut, jetzt fliegen wir. Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Na? Der ist vorne zu wabbelig. Dass er. Er wird irgendwie vorne ist er zu. Weißt du, das ist ja wie als würdest du ein Rad haben. Ja, da müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen breiter werden. Meinst du? Da vorne den. Ja. Aber ist stabil, oder? Kippt nicht um. Stimmt. Boah, das klingt immer, als würde er gleich auseinandersemmeln. Geil. Ja, geil ist schon mal geil. Wir brauchen mehr Raketen, wa? Ja. Dann setz ich dir mal vorne noch ein bisschen. Legst du mal hoch? So, ja, Moment. Dann setz ich dir mal ein bisschen auseinander noch. Ups. Wo ist denn jetzt vorne, Alter? Ich baue mal hier das. Was hast du hier gebaut? Ein Monocycle oder was? Das wird. Das ist eine Fallstudie. Eine Fallstudie. Ja. Da muss man dann gucken. Hallo? Ja, ich bin da. So, Fallstudie habe ich jetzt gehört. So. Nix, nix. Baum was machst du hier in meiner Fallstudie? Das ist eine Fallstudie. So. Das sind wie heißt das hier? Tronrad. Ja, müssen wir Motorrad können wir auch bauen. So, jetzt machen wir aber hier erstmal weiter, oder? Hast du noch Triebwerk rangehauen? Nee, ich habe jetzt nur vorne erstmal verbessert. Was ist das andere hier? Electric Engine. Wir haben auch ein Electric Engine. Ja, ich weiß auch nicht. Da steht Slow Engine ist das. Heavyweight. Slow Engine with a lot of strength. Can be connected driver to a driver seat or trigger. Ja, vielleicht. Wow. Jo, ich denke, geht so, ne? Weißt du, was jetzt passieren wird? Ich kann es dir mal gerne zeigen. Meinst du, der fällt hinten runter? Ne, ich zeig dir. Hoch. Hast du gemerkt? Hast du es gehört? Ja. Genau. Wir müssen. Wir könnten hier noch mehr Federn einbauen. Ja, ja, genau. Da muss mehr Federweg ran, sonst ist das. So. Mensch. Achso, Federweg. Ja, wir bauen einfach noch einen Dämpfer ein. Also, meinst du, das geht so leicht? Einfach da noch in ranhängen oder was? Bin ich mir sicher, ja. Machen wir gleich drei. Klar. Starre Hinterachse. Ach, stimmt, ist ja eh starr, von daher. Ja. Ich fahr runter. Lass mal fallen, ja, Ding. Wollen wir es vorne nochmal breiter? Ah, hast du schon. Ja, hab ich schon. Okay, warte, ich nehme den Dings weg. Ja? Naja, klar. Ist halt Schwachsinn hier. Ich weiß nicht, ob die dann abbrechen oder woran es liegt. Also unterschiedlich muss man, federn. Muss man erst die Dinge ansetzen und dann die Federn. Warte mal, federn lass mich mal kurz probieren. Moment, ich setz mal den. Kannst du den ein bisschen höher machen? Ja, hab ich. Was Guck ist mal. Das Problem? Lass mal nochmal probieren. Lass mal los. Hast du schon neu gesetzt? Ja. Rechte Seite ist neu. Ja. Okay. Die schlagen durch. Die schlagen durch, nur ein Dämpfer hält. Siehst du das? Rechts sind die linken Federn nicht gespannt. Ja, kann man jetzt aber auch nicht so aufsetzen. So scheiße. Ne? Hätte man sie vorher setzen müssen? Weil wir bringen es aber mal auf eine Seite, oder? Aber es sah doch schon besser aus. Ja, also. Achso, meinst du, ja klar, wir hätten ihn natürlich auch vorsetzen können, ja. Ich nehme einfach die anderen einfach weg. So, haben wir eine Achse dran. Also, Achse ist geprahlt, weil es ja nur ein Stück Holz ist. Ein Äxchen. Warum dreht er sich? Sag mal. Ich bin zu doof, die Latte quer zu ziehen. Das ist jetzt ein Stück. Das scheint nicht zu gehen. Kannst du nicht verbinden, ne? Nee. Man setzt die einzeln dran. Ja, aber sind die nicht verbunden? Nee, dann sind die ja nicht verbunden.
Könnten wir nee, ich kann den nicht rüberziehen. Das ist der Grund. Ja, genau. Ich kann nach oben unten ziehen, aber ich kann es nicht nach rechts ziehen. Nee, du kriegst es nicht zusammen. Nee, geht nicht. Oder ist es deswegen, weil wir die verbinden wollen? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es genau der Punkt. Die müssen einzeln sein. Vielleicht können wir die irgendwie anders miteinander... Niemals. Meinst du, es hält? Ich wüsste auch nicht. Nee, ich wüsste auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt nur mal testweise. Kannst du mal kurz runterlassen? Ja. Ah ja, genau. Ja, steckt durch, ja. Ja. Gut. Okay. Also machen wir eine Sport-Suspension dran. Die ist nämlich härter. Ich würde auch sagen, ja. Aber die sind auch kleiner, ne? Die sind, ja. Korrekt. Korrekt. Dann müssen wir den oberen Wall einfach abziehen, ne? Was willst du? Ach, du willst es verkürzen? Ja, dann machen wir das kleiner, genau. So. Na? So. Warum zieht der? Kriegt das nicht langgezogen? Was ist denn? Mach du. Ich mach die Räder dran. Kommst nicht dran, ne? Arschkicks. Ich glaube, das schon, ne? Oder noch eher näher? Nee. Nee, ja, ist richtig. Ich glaube, der ist Field of View zu krass. Dadurch ja. Siehst du nicht, ob du richtig stehst. Das kann sein, ja. So. Was ab, das Ding? Ja, läuft doch. Ja, hat irgendjemand eine Frage? Ja. Was denn? Und vorne lassen wir es so? Wir müssen erstmal wieder verbinden. Wie? Müssen wir was verbinden? Erstmal müssen wir jetzt Allradantrieb haben. Erstmal die ganzen Raketen hier miteinander. Na gut, dann kümmere ich mich um den Radantrieb. So, die sind gar nicht mehr verschusselt. Was? Ja, gut. Okay, da passt es. Hier ist noch nichts. Da wird gelenkt. Ich baue mal eine Reling an. Alles klar. Können. Bereit. Quasi. Warte. Hau rein. Es war schön mit der Fleische mal. Nicht bremsen. Nicht so hart bremsen. Vielleicht auch nicht gleich so viel Gas geben. Ich weiß nicht. Jetzt weiß ich. Der geht. Hier. Der geht. Sponsern. Das ist, du gibst nur einmal, also komm, wir machen mal Fahrerwechsel. Das ist mir zu gefährlich hier. Also, du darfst nur kurz Gas geben, ne? Ja. Wie sie da dranhängen mit dem Arm. Oh. Das war ein Trickshot. Ich hab die Räder schon gerade schief gesehen. Oh, das linke Rad hat sich aber verzogen. Das ist eine Achsenverbesserung, Mann. Ja, Achsenverbesserung. Muss. Glaubst du nicht, dass unsere Achse ein bisschen scheiße ist? Weil, guck mal, wie die Räder lenken. Merkst du, was ich meine? Leute, ich hab ihn verloren. Wir müssten die Räder knapper lenken. Weißt du, was ich meine? Die sind zu... Du lenkst die an einer langen Achse. Guck mal von oben. Ja, richtig. Aber das liegt ja natürlich auch daran, dass das Ding Schub hat wie Sau, ne? Ich glaube, guck mal, wie er den hochzieht. Das ist egal, ob du den lenkst oder nicht. Ja, aber die Räder lenken doch total quer. Also ich meine, da würden ja normale Zugkräfte auf die Achse einwirken. Das ist ja... Ne? Kannst haben. Also als Flugzeug geht das Ding durch. Oh Gott. Check aus. Der Gerät fliegt. Ja, kannst du natürlich haben, ja. Ja. Geht so nicht. So, schmaler bauen?
Feder weiter nach außen setzen. So mein. Meinst du? Jo. Könnten wir natürlich vorne auch die Sport. Dich jetzt was, ja. Vorne auch Sport machen? Okay. Könnte man. Könnte dann müssen wir erstmal einen Platten setzen. Dann müssen wir einen Klotz setzen, richtig? Ja. Oder was? Okay, dann Sport. Klotz. Ich hab's gesehen, was du getan hast. Ich weiß, ich wollte doch nur gucken. Also. Auch, ob ich aufpasse. Also geht's. Gut, machen wir so. Apropos, das ist eine gute Idee. Trainingsreifen. Von wegen. Kein Problem. Okay, dann nehmen wir den weg. Oh. Hat er gerade hart eingeschlagen? Okay, nochmal. Ich glaube, das ist besser, oder? Die lenken überhaupt nicht. Weil, lenk mal. Weil die Lenkung überhaupt nicht verbunden ist. Ja, korrekt. Achso, hatte ich jetzt gerade schon, aber ist ja. Will er nicht mehr? Nicht. Achso, weil wir beide. Hm? So. Und jetzt muss das vorne noch angetrieben werden. Nee, muss. Ja, gut. Doch. Ja, okay. Warte. Okay, Lenker funktioniert super. Jetzt. Warte, was? Lenker funktioniert? Ja, das ist falsch rum. Kannst du nochmal umstellen? Jetzt passt. Ja. Fahr. Ich, warte mal. Ganz kleinen Moment. Das ist alles. Was ist denn los? Das ist semi-optimal. Hier. Was meinst du? Ist der Radkasten so eng? Ja. Da müssen wir halt quasi ein bisschen. Das müssen wir ein bisschen stabiler bauen. So. Ja, jetzt höher noch, genau. Passt? Passt. Warte mal, vielleicht nehmen wir innen noch den einen raus, Moment. So. Hast du Spiel? Mach mal. Kann ja, man, kannst du mal gucken, hast du noch ein Spiel? Oh, Lenkung hat ja. Spiel, alles gut. Ja, jetzt geht's, oder? Gas. Das ist, boah, der hat viel zu viel Power, Freund. Guck mal, du. Findest du? Also ich frage mich, warum wir nicht abheben eigentlich. Weil wir zu schwer sind. Also wir müssen eine Rakete bauen. Ja. Du siehst, die Raketenkraft ist was. Kann man eigentlich ein Flugzeug bauen? Ich hab schon was gesehen, wo Leute geflogen sind. Hier, wir fliegen. Klar. Wir fliegen jetzt. Schade. Wenn der Baum nicht gewesen wäre, wären wir geflogen. Das ist schwierig. Ah. Was machst du? Ach, nur ein bisschen rumfummeln. Du machst jetzt nicht noch mehr Raketen dran, oder? Nein. Wir bräuchten eine, die noch, wahrscheinlich die noch uns Auftrieb gibt, ja. Oder vorne mehr Gewicht. Setz mal auf das Ding. Ja, mach ich mal. Ach so. Setz dich rein. Aber geht nicht wahrscheinlich. Nee, jetzt ist vorbei. Vorne mehr Gewicht, ne, da geht dir noch mehr in die Knie. Ja, aber dann heben wir vorne nicht mehr ab. Wir heben ja vorne ab, das ist ja unser Problem. Ich glaube, wir heben deswegen ab, weil wir so viel massiven Schub haben. Na klar, da müssen wir entgegenwirken. Mit? Mehr Power? Einer starren Metallplatte. So. Okay, ich bin sehr gespannt. Kennst du nicht irgendwie, hast du nicht früher an deinen Calibra irgendwie? Ich habe nie Calibra gefahren. Ich war mehr die VW-Fraktion. Guck mal, geht. Ja. Ist auf jeden Fall Anpressdruck vorne. Aber sag, dass es nicht funktioniert. Sag, dass es funktioniert, so. Ja, geht. Das ist wie die alte Heizung hinten im Kofferraum, weißt du? Bei Heikantrieb. Hättest du nicht gedacht, ne? Oh, der fährt alte, aber. Der alte Physiker, was ist denn das Ding hier da? Ja. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge von Scrap Mechanic. Ey, wir kommen von dem Auto nicht weg. Also wir sind auf jeden Fall massiv am Auto bauen und ja, als nächstes den kleinen. Monocycle. Ja, das stimmt. Pass auf, T-Übner größer als das Auto. Ich bin sehr gespannt. Also bis zur nächsten Folge von Scrap Mechanic. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.